Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit dem Mogulreich. Wir werden als erstes natürlich den Wunsch von Stern des Ostens mal berücksichtigen und einfach mal ein bisschen über die Karte gucken. Also man sieht, wir sind schon mal relativ groß für 1626. Ich habe natürlich keine Vergleichsmöglichkeiten, aber ich glaube, es ist ein guter Start. Europa heben wir uns noch ein bisschen auf. Bei den Philippinen und so. Ich muss gerade überlegen. Singapur, Thailand ist klar, Malaysia, ist das alles Philippinen normalerweise? Ich glaube schon. Bin mir nicht ganz sicher. Brunei hat noch nicht mal die komplette Insel gefressen, relativ schwach. Tondo ist ein bisschen größer, aber hier eigentlich nichts erwähnenswert. Ayutthaya, gut. Die Ming natürlich auch nicht so groß, wie man sich das manchmal vorstellt. Japan ist gegründet, aber es gibt noch die Shiba. Oh, hier hinten gibt es Spanien schon. Ainu, Korea hat ein bisschen was weggefressen, ist groß. Korchen lebt noch. Udege ist groß. Die Euraten fast vernichtet. Mongolen natürlich weg. Das ist ja ein bisschen krass. Usbekistan groß. Russland gründet sich langsam, aber wie man sieht, Russland, wach in dem Fall, sehr, sehr schwach. Sogar Novgorod gibt es teilweise noch. Perm, Kasan, Nogai, Blauhörde. Und dann Litauen ziemlich weggefressen. Österreich riesengroß, riesengroß. Hat Polen noch als Juniorpartner. Böhmen und Ungarn weggefressen. Moldawien existiert noch. Interessant. Großes Kirchenstaat. Ein großes Spanien, großes Portugal, riesiges Frankreich. Wobei Spanien, dadurch, dass hier oben alles fehlt, problematisch. Was fällt hier noch auf? Frankreich hat Neapel anscheinend geschluckt. Nein, Neapel existiert noch. Tunesien existiert noch. Mainz, Mühlhausen, Utrecht, Ostfriesland, hat folgenden Juniorpartner Saluzzo, aber Schweden ist unabhängig. Brandenburg ziemlich klein, Sachsen. Ja, okay, Großbritannien gegründet. Hier oben existiert tatsächlich noch Schottland. Was haben wir hier noch? Abu Mosi. Oh, es existiert kein kein. Oh, was ist hier normalerweise? Das Weiße. Mali. Es existiert kein Mali. Kuba. Riesig groß. Kein Kongo. Zimbabwe. Okay. Jetzt. Also man sieht, es hat sich einiges getan. So, als nächstes. Wir werden, Entschuldigung, erstmal Krieg führen. Danach habe ich so die ein oder andere Idee und wir werden danach mal kurz unsere Armeen updaten. Das fehlt mir nämlich auch noch. So, wir starten ins Spiel. Wir befinden uns im Krieg eigentlich gegen Sarigyogir, aber durch Sarigyogir haben wir die Ming mit in den Krieg gezogen. Hier hinten stehen sie. Wir müssen noch ein paar Aufständische schnell niederschlagen. Haben aber hier auch schon ein paar Truppen rumlaufen. Okay, los geht's. Und direkt mit Religion. Wir haben eine Belagerung gewonnen. Sarigyogi. Okay, gehen wir dahinter. Dann mischen wir das jetzt mal kurz auf. Ja, stoppen. Geld haben wir in dem Spiel halt überhaupt keine Probleme. Und schon die nächsten Aufständischen. Wir greifen uns mal schnell die 1000 Kanonen. Und da ist unsere Überdehnung weg. Jetzt sollte es auch wieder ein bisschen friedlicher hier werden. So, 10, wir würden 10 Loyalität verlieren für Dukaten. Oder wir kriegen Loyalität für Dukaten. Dann nehme ich lieber die Loyalität. Legalismus. Ich habe übrigens nach wie vor nicht gegoogelt, wie diese eine Mission hier funktioniert mit dem Einfluss. Und ich muss auch gestehen, es ist mir eigentlich auch relativ Latte.
meine, die nächsten Quests wären zwar wiederum kein Problem und mit Handelseffizienz 10% und sowas für 20 Jahre, das ist schon ganz nett alles. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir, wen war es gleich wieder, die Rabuten und die Brahmanen, oder? Das heißt 7%, wie wir die bei uns auf 60% Einfluss drücken sollen. Fällt mir etwas schwer. Oh, da unten haben wir auch Aufständische. Du gehst mal, du hast keinen Anführer. Nimm mal den und geh mal hier in die Ming rein dabei. So, da oben haben wir jetzt ein paar Sachen. Hier gehen wir mal darüber. Du gehst mal da rein. Du gehst mal hier rauf. Du gehst mal dahin. Die Ming mal hier ein bisschen kurz abfangen. Vielleicht können wir ja hier irgendwas reißen. Darik Yogia haben wir soeben vernichtet. Ich denke mal, die dürften nichts mehr haben. Nein. So, du gehst nach Eta. Nein, ich komme nicht durch. Okay, dann gehst du mal darüber. Dann gehst du mal darüber. Aber wir könnten mal kurz schauen, wo sind denn unsere anderen Truppen? Hier. Hier könnten wir schon mal anfangen abzugraden. Und zwar, wir haben momentan eine... eine Gefechtsbreite von 32. Das heißt, wir rüsten mal auf 30 auf. Auf 30 mit 32... und 15. Das sind dann 45.000, 47.000 Mann. Muss man halt auch unterbringen, gell? Das ist schon... ist jetzt nicht so klein. Okay, hier fliehen sie. Dann schickt mir die mal ganz kurz hier runter. Dann schickt man die mal ganz kurz hier runter. Wo marschierst du hin? Weg von uns. Und wenn wir hinterhergehen, erwischen wir sie leider nicht. Weißt du was? Die hier. Wir tun mal den General raus. Und dir sagen wir jetzt... belager mal ein bisschen hier. So. Aber schon mal einen Trupp, um den wir uns weniger kümmern müssen. So, wir gehen hier mal ein bisschen hinterher und schauen einfach mal, was wir hier so alles finden. Du gehst mal gleich nach Beijing durch. So, hier unten sind wir auch fertig. Du gehst mal darüber. Du gehst mal da rein. Dann haben wir die nächste Festung. Ne, geh mal dahin, geh mal dahin. Oh, da unten wollen wir rein. Hier wollen wir rein. Wo ist ja kein Anführer? Wir haben Sichuan wieder verloren und wir kommen da jetzt wahrscheinlich nicht rein, oder? Oh, ärgerlich. Sind uns da... Achso, okay. Halt, stopp. Du dagegen. Ah, 50.000 Mann. Gehst mal dahin. Du gehst mal hier hin. Jetzt wird es hier gerade ein bisschen ärgerlich. Wir haben hier zu viele Kampfmöglichkeiten.
Aber ich würde mich mal kurz hier gerne hier oben ein bisschen drauf konzentrieren. Mann. Okay, nochmal zurück. Nochmal zurück. Okay, hier haben wir die Schlacht. Allerdings wahrscheinlich ohne Vibe. Ja. Vibe haben wir nicht geschafft. Aber ist okay. Wir holen uns gleich die Provinz zurück. Dichuan ist zurückgeholt. Ja, wir ziehen mal hier schon ein paar Truppen zusammen. Das ist jetzt hier unten. Okay. Hier haben wir Schiffe. Du gehst mal hier rüber. Geh mal hier rauf. Du bewegst dich, ja. Patina, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir haben da 10.000 und hier 28.000. Die 10.000 hier, ziehen wir mal die 46.000 hier runter. Da fehlen noch, okay, eine Kanone fehlt noch auf die Wartmar. Du eroberst noch kurz zurück. So, 47.000 Mann. Ihr geht jetzt mal hier hin. So, und dann da rein. Du drehst um. Du gehst mal darüber. Ich würde gerne hier die ein oder andere Schlacht nehmen. Dahin, dahin, dahin. Okay. Hier geht der erstmal hier hin. Wir könnten in Attack gehen, in Militär-Tech für 887 Punkte. Machen wir nicht, da es uns auch keine Innovation gibt, wirklich. Doch, gibt's. Würde es geben. Hier. Na gut, aber wir warten trotzdem noch ein bisschen. Wir warten trotzdem noch ein bisschen. Ja. Geht jetzt hier irgendwas? Du gehst nach Tansu. Na, sag mal. Ist gerade schon ein bisschen heftig, was jetzt schon wieder abgeht hier. So, wir haben eine Schlacht. Wir haben eine Schlacht. Wir können auch in eine Idee reingehen. Einfluss. Das machen wir auf alle Fälle. Diplorep plus 2. Und wir haben eine Schlacht. Frage ist jetzt nur, wer verstärkt schneller und gewinnt dadurch die Schlacht schneller. Okay, die Schlacht hätten wir gewonnen. Das war jetzt tatsächlich nicht so das Problem. Oh, nächste Aufständischen niedergeschlagen. Geh mal darüber. Wir haben Beijing gewonnen. Schauen wir mal kurz, wo fliehen denn die 30.000 Mann hier hin? Darunter. Da gehen wir doch mal direkt hinterher.
Ja, Sarigyuge möchte raus. Aber Ming, wir würden euch ja eigentlich auch schon rauslassen. Ich habe ja gesagt, ich will eigentlich nur wenig Provinzen von euch. Erstmal zumindestens. Mir wäre ein kurzer Friedensvertrag mit euch tatsächlich lieber. Stellt euch das mal vor. Ein kurzer Frieden mit dem Ming. Das sind jetzt drei Provinzen. Das hieße Waffenstillstand bis 35, also 8 Jahre. Wenn ich jetzt mehr nehme, bleiben wir bei 5, bei 8 Jahren. Ne, 36 kommt immer darauf an, wie viel ich nehme. Aber ehrlich gesagt, Geld ist mir wurscht. Wenn ich das alles nehme, hätten wir bis 41. Weißt du was, Ming? 35 ist vollkommen in Ordnung. Mehr ist gar nicht. Mehr ist gar nicht. Wir sehen uns bald wieder. Forderung stellen. Mehr möchte ich gar nicht. Und heißen in unseren Reihen unseren neuesten Vasallen gleich willkommen. Wir nehmen noch Sarigyuge natürlich mit. Wir nehmen noch Sarigyuge mit. So. Und jetzt entlassen wir die Mongolen. Ganz unten zufällig? Ja. Hallo, Mongolei. So, den Rest nehmen wir für uns. Damit haben wir einen Haufen Kriegsgründe. Man sieht, der nächste Krieg für die Ming wird nicht so lustig. Wir haben einen starken Vasallen, einen zukünftigen starken Vasallen. I like, gefällt mir richtig gut. So, wir ziehen mal kurz unsere Truppen zurück. Und werden uns jetzt dann auch mal ein bisschen aufteilen. Ich werde das jetzt alles ein bisschen mehr strukturieren. So. Die Ulema verlieren 10 schiitisch. Nee, 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 nee. Wir geben das Prestige auf und werden lieber ein bisschen unruhiger. So, es hieß gerade eben, wir könnten einen Vasallen. Nein, nicht in den Vasallen, in den Rivalen. Und der geht schon wieder nicht. Geht schon wieder nicht. So, der Irak. Da überlege ich jetzt auch die ganze Zeit. Und besser gesagt, ich überlege, was ich mit dem Mamelucken mache. Ob ich den mal hinwegfege. So, wir werden ja auch jetzt auch hier ein bisschen was machen. Rufieren mal aus, Beziehung verbessern mal aus. So, und den hier auch zurück. So, und zwar, ich hätte jetzt auf jeden Fall gerne in Portugal ein Spionagenetzwerk, in Großbritannien Spionagenetzwerk und in Österreich Spionagenetzwerk. Dann will ich mal ein paar kleinere Sachen machen, wie hier hinten Mara. Braucht man Spionagenetzwerk? Die möchte ich mal kurz wegmachen. Braucht man überhaupt ein Spionagenetzwerk? Oder können wir. Ja. Wir brauchen Spionagenetzwerk. Und das heißt, wir werden allerdings jetzt dann irgendwann mal uns mit den Mamelucken anlegen müssen. Was mir nur halb gefällt. Österreich, ja, okay. Österreich als Rivale wieder. Und Österreich, da werden wir uns auch bald mal anlegen. Aktuell 0,4 Korruption. Dann holen wir uns doch ein bisschen Geld. Okay. Wir haben jetzt da hinten noch die Aufständischen. Ansonsten
passt es. Wie viel kostet uns die Militärtech 856? Komm, wir nehmen es einfach mal mit. Wir nehmen es mal mit für die Innovation. War natürlich jetzt eine ganz schöne Punkteverschwendung. Aber wir haben ja auch genügend Punkte. So ist es ja nicht. Mongolen. Wir werden natürlich einen unserer Diplomaten zu den eigenen Untertanen schicken. Entwicklungskosten, produzierte Güter, Provinzhandels. Ach komm, nehmen wir lieber die Meinung mit, das ist okay. So. Hier haben wir die Söldner. Hier gehen wir mal auf 30, 15. Dann noch 30, 15. Damit stocken wir unser Militär jetzt richtig auf und bei uns ist der König tot. Neuer Padisha 6, 3, 5. Dafür Thronfolger 0, 2, 6. Den werden wir mal kurz wegmachen. Wir nehmen natürlich Unruhen, wir nehmen mit das Prestige und wir nehmen mit die Missionarstärke. Den Thronfolger werden wir dagegen hinwegmachen. Den wollen wir nicht. 635 Padisha Akbar ist natürlich richtig stark dafür. 234 könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein, deswegen lassen wir den. Wir nehmen die Steuernahme mit. So, Sarik Yogir. Komm, geh runter. Kein Bock drauf. Wie schaut es denn allgemein momentan eigentlich aus mit Unruhen? Geht, geht. Wir werden trotzdem hier ein bisschen was machen. Kleines bisschen was. Warten jetzt mal auf die Armeen. Und werden uns jetzt schon mal hier drüben ein bisschen ausrichten. Wir werden uns mal ein bisschen... Österreich ist kein Rivale mehr schon für uns. Warum denn jetzt plötzlich? Das ging ja flott. Das ging flott. So, ein paar Truppen haben wir noch, die hier rauskommen. Oh, das sieht man so auch. Das Geld geht mal richtig runter. Oh, wir würden eine Stabilität oder 50 Prestige bekommen. Wir nehmen natürlich die Stabilität. Und die 5000 gehören jetzt irgendwo hier dazu. Schicken sie einfach mal mit. So. Wir haben jetzt hier 3x, 4x 47.000 Mann. Das ist jetzt mein Trupp. Ich nenne sie mal um in Asien 1. Asien 2. Asien 3. Und Asien hier. Die bleiben jetzt auch hier. Wir brauchen jetzt bloß irgendwo Gebiete, wo wir die halt auch hinstellen können. Hier zum Beispiel. Da. Ich glaube, dafür gibt es theoretisch auch eine Übersicht. Okay, wir machen es einfach so. Teilen.
teilen. Kein Problem. Dann fressen wir hier schon mal keine Zermürbung. Du gehst nach Sinope. Du bist... Wir nennen es mal Europa, auch wenn 1, auch wenn da noch nicht 11, auch wenn er noch nicht in Europa wirklich steht, noch steht er ja in Asien. Aber zur Verdeutlichung ein bisschen. So, wir könnten in die nächste Tech gehen. Große Moschee, die brauchen wir für 625. Ja, komm, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wir bauen auch gleich mal die große Moschee. Könnt noch schauen, was könnte man denn sonst noch bauen. Da brauchen wir noch ein paar mal Handelsdepots können wir noch bauen. Okay, und ansonsten, wie wär's denn mit ein paar Docks mal für Seeleute? Okay, kein Geld mehr. Passt. Alles richtig gemacht. Akunlu. So, hier schaut jetzt alles soweit mal gut aus. Wie guckt's denn aus, Mara? Wir haben noch keinen Anspruch auf dich. Die anderen, da werde ich jetzt anfangen, mal Karten zu klauen. Deswegen habe ich da Leute reingeschickt. Aber Mara hätte ich jetzt gerne als erstes mal halt, du bist aber falsch. Wir ziehen ja gleich gegen den Mamelucken leider. Ja. Dann haben wir dich. Dich lassen wir jetzt mal so. Du bist. Wir nennen das hier Arabien 1. Ich glaube, Arabisch, doch, das müsste die arabische, ist das die arabische Halbinsel? Und dich weiß ich noch nicht. Du gehst mal dahin. Gut, dann müsste ich auch eigentlich... Ich glaube, dich nennen wir dann Europa 2. Die Söldner, sagen wir, sind die Söldner. Und dann müssten eigentlich alle umbenannt sein, oder? Die geteilten Armeen sind logischerweise noch da und die 5000 Mann, die ich gerade noch hinterherziehe, sind noch da, ja. Passt. Passt soweit. So, und jetzt ist die Frage nämlich, was ich mit den Mamelucken machen möchte. Ich glaube nämlich, wir werden mit den Mamelucken jetzt brechen. Also auch nach dem Krieg, und wir werden ihnen jetzt halt einige Sachen abnehmen. So, Mara, du bist jetzt fällig. Wir haben Ashuran und Mamelucken mit drinnen. Wenn ich die Ashuran, Mombasa und Malen. Kann ich denn Ashuran koren? Ja, wahrscheinlich schon. Mariahan und Mombasa. Wir probieren's. Wir kriegen Mara, wir rufen Ashuran einfach mal mit rein. Wir probieren's einfach mal. Ich habe nur das Gefühl, wir werden dann mehr Truppen brauchen als die 1, 2, 3, 4 Stacks, die ich jetzt hier habe. Aber die 4 Stacks sind halt schon mehr als die insgesamt haben. Beziehungsweise ich vergaß, dass wir auch noch Verbündete haben. Okay, wir erklären den Krieg so. Oh, wir können Frankreich mit reinrufen. Möchte ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Die rufe ich dann gegen Österreich bald mit rein. Oder will ich Frankreich? Ach komm, wenn wir sie schon haben, wir rufen sie einfach mal mit rein. Aber vorher, Mameluke, Mameluke. Gib mir mal noch Rekruten, schnell.
Danke. So, jetzt können wir in den Krieg gehen. Jetzt können wir in den Krieg gehen. Ashuran rufen wir jetzt rein. Und nur mal kurz gucken. Okay. Und los geht's. Rein da halt Generäle. 1, 2. Du hast deinen eigenen. Wir haben hier Hakim und Yavan. Hakim und Yavan. Dann nehmen wir noch Mustafa mit rein. Ja, und das passt. Was? Wir können noch jemanden reinrufen. Habe ich nicht gerade gesagt, wir rufen Frankreich mit rein? Ja, jetzt sind sie einfach mit drin. Zeit, das Reich zu stürzen. Er hat einen Anspruch auf Guangxi. Mach mal. Und hier gehen wir auch in die Belagerung rein. Hier gehen wir in die Belagerung rein, beziehungsweise in die Belagerung rein. Und weißt was, hier machen wir es lieber so. Wir ziehen die Truppen rüber. Die 32.000 Mann hier sollten ja eigentlich vollkommen langen. Aber wir ziehen, haben wir denn Transportschiffe eigentlich? Haben wir und wird aber auch noch gebaut. Nur 13 bisher. Wir brechen das hier mal alles ab. Wir nehmen mal unsere Schiffe und die fahren wir mal hier rüber. So, rein da. Unser Gold des Zeitalters ist beendet. Eieieiei. Kriege ich dich noch? Nein, leider nicht, leider nicht. Okay, wir holen uns hier die Festung. Belagerung bereits durch. Dann darunter. Dann darunter. Wir können noch jemanden in den Krieg rufen. Blaue Horde. Ja. Alles, was geht, geht. Nicht, weil wir sie brauchen, aber für was haben wir sie denn? Für was haben wir sie denn? Und ich sehe gerade, wir sind bei 32 Minuten. Soll heißen. So, Absolutismus nehmen wir mit. Für diese Folge war es mal wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.